nicht stehen bleiben. Hexer! Kacke! Wieder der ganze Lohn futsch. Das ganze Herzogtum hat sich von der Realität verabschiedet. Sei gegrüßt. Der Feige stirbt schon vielmals eher. Na denn. Ziehe hin in Frieden, stolzer Ritter. Lothalblut, Sternling Strack. Unter Herzog Raimund wäre sowas. Mich am Arsch. Los, los. Auf ihn, Männer! Erteilt ihm eine Lektion! Ich rette mich! Ich rette die Gedärme und... Vielen Dank, nobler Ritter. Ich war in nördlicher Richtung auf Kräutersuche für einen neuen Wein, als plötzlich... Beruhige dich, es ist vorbei. Die Banditen haben mich entführt. In der Hoffnung auf ein Lösegeld. Da bin ich mir sicher. Aber so wie es Meister Liam geht, hätte er sie niemals bezahlen können. Oh, aber ich bin frei und in Sicherheit. Dank dir. Falls du auf der Suche nach Kräutern sein solltest, habe ich ein Lager auf Coronata. Kommst du mit mir? Geh voraus, ich folge dir. Da wären wir. Ich danke dir nochmal für die Rettung. Möchtest du wissen, was ich habe? Meister Liam ist wohl kein so gewissenhafter Eigentümer. Er tut sein Bestes.
Er kann nichts dafür, dass unser Weingut eine Plage nach der anderen überstehen muss. Plagen? Welcher Art? Naja, diese riesenhafte, gelbe, menschenfressende Sonnentau zum Beispiel. Man kann keinen Fuß ins Grün setzen, ohne um sein Leben fürchten zu müssen. Zeig mal, was du hast. Danke. Bis dann. Tot. Einfach tot. Der Hieb hat ihn nicht umgebracht. Er ist danach verblutet. Was haben wir denn da? Der Brief ist doch nicht zufällig hier gelandet. Jemand will Coronata sabotieren. Wie schade, dass ich nicht weiß, wer es ist. Vielleicht finde ich es noch heraus.
Oha, plötzlich. Komm schon, Plätze. Wow! Komm jetzt. Ich schulde dir mein Leben, unbekannter Ritter. Wie heißt du? Ich heiße Geralt. Geralt von Riva. Meinen Dank, Herr Geralt. Diese Lumpen haben meinen Kräutergarten ramponiert. Ich wollte schon einen Hammer nehmen und das Gesindel verscheuchen, aber... Zu meinem Verdruss waren es einfach zu viele. Keine Chance. Ach, hat ja keinen Sinn, hier rumzujammern. Komm mit nach Vermentino. Ich flick deine Rüstung oder ich werde mich für dich an den Amboss stellen. Gut, geh voran. Nun, kann ich dir irgendwie helfen? Die glorreichen Zeiten des Weinguts sind wohl Geschichte. Hat schon bessere Tage gesehen, ja. Banditen sind nicht unser einziges Problem. Diese gelben Riesenparasiten werden immer mehr zur Plage. Herrin Mathilda tut ihr Bestes. Aber wenn die Leute Angst haben, rauszugehen und zu arbeiten, was soll sie machen? Na schön. Was hast du so? Danke. Bis dann.
Oh! Komm schon, Plätze. Zeig mir, was du zu bieten hast. Du hast uns Frieden gebracht. Und selbst ohne unsere Damen sind viel billiger. Tausend Dank, Weißhaar. Läuft der Schweiß zwischen den Arschbacken runter. Ich bin irgendwie so müde. Oh. Thank you.
Ein Brief und ein Schlüssel. Offenbar wurde er von einer Archäologin getötet. Diese Notiz und mein Fund von vorhin. Irgendein Dritter macht Ärger auf den Weingütern. Ich muss den Ort finden, von dem im Brief die Rede ist. Ich wette, ich finde etwas höchst Interessantes hinter der Tür, zu der dieser Schlüssel passt. Los, lauf! Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Hier liegt etwas Böses in der Luft. Ich kann es riechen.
Brief beweist, dass Graf Crespi hinter der Sabotage beider Reiche Spuren, Schößlinge. Das muss ich Mathilda. Welches kranke Hirn züchtet denn sowas? Die müssen verbrannt werden, bevor sie Spuren ausspucken und sich ausbreiten können. Arche Spuren, Schößlinge. Welches kranke Hirn züchtet denn sowas? Die müssen verbrannt werden, bevor sie Spuren ausspucken und sich ausbreiten können. Die da dumm, die dumm. Meister Hexer, kommst du mit Neuigkeiten? Die Probleme auf Coronata und Vermentino gehen auf dasselbe Konto. Ich habe Beweise. Ein gewisser Graf Crespi steckt dahinter. Was? Crespi? Belgards ehemaliger Besitzer? Das ist doch unmöglich. Ich habe es hier schriftlich. Ein Motiv hätte er tatsächlich gehabt. Er wusste, dass sein Weingut nicht fortbestehen würde, wenn Vermentino und Coronata sich zusammentun. Und deswegen hat er wohl für Zwietracht gesorgt. Er konnte seinen Plan nur nicht zum Abschluss bringen, weil das Biest ihn erwischt hat. Unglaublich. Du willst behaupten, es war nicht Liam? Und ich war todsicher, dass Mathilda dahinter steckt. Im Lichte der neuen Beweise wäre es am gerechtesten, wenn die beiden geschädigten Parteien gemeinsam die Aufsicht über Belgard übernehmen. Moment mal. Du willst vorschlagen, dass wir kooperieren? Das wäre die optimale Lösung, ja. In unternehmerischer Hinsicht jedenfalls. Ich kann nicht fassen, dass ich das jetzt sage, aber ich glaube, er hat recht. Vielleicht sollten wir das Kriegsbeil begraben. Drei Weingüter sind mehr als eins. Es gibt viel zu gewinnen. Also gut. Übrigens habe ich die Probleme auf den Weingütern behoben. Ihr könnt den Betrieb wieder aufnehmen. Das sind tolle Neuigkeiten. Wie gut, dass ihr einen Fachmann bemüht habt, der offenkundig unbezahlbare Hilfe leistet. Doch nun eins nach dem anderen. Folgt mir. Es ist Zeit, dass ihr Belgard seht. Komm doch bitte mit, Hexer. Irgendwas sagt mir, dass es Arbeit für dich geben könnte. Also gut, gehen wir. Mein Wunsch, Belgard in fähige Hände zu übergeben, war nicht einfach so dahin. Seit dem Tod des Vorbesitzers sind harte Zeiten für das Weingut angebrochen. Ich habe von Arbeitern gehört, die mysteriös versterben. Von Monstern, die dort ihr Unwesen treiben. Bevor dort jemand einziehen kann, müssen erst diese Unannehmlichkeiten beseitigt werden. So wünscht es der Minister. Sieht nach Arbeit für mich aus. Wenn du so freundlich wärst, würden wir deine Hilfe gerne annehmen. Ich habe mich ja eigentlich schon bereit erklärt. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Dein Lohn soll ordentlich sein. Versprochen. Ich mach mich dran.
völlig zerschnitten. Du siehst wie ein Ritter aus. Da drüben, da sind Monster aufgetaucht. Ich muss es zerstören, wenn ich die Endriagen loswerden möchte. Vielen Dank. Los, los. Lauf, Plätze.